Hi Netzwelt, der Countdown läuft. Am 17. Januar wird Samsung in den USA das Galaxy S24 vorstellen. Früher als sonst üblich, aber dennoch gibt es schon bereits tausende Gerüchte rund um das neue Handy im Netz. Welchen ihr davon Glauben schenken könnt und welchen eher nicht, das fasse ich euch jetzt bei einer Tasse Kaffee zusammen. Wie in jedem Jahr wird es vom Galaxy S24 wieder mehrere Modelle geben. Das hat Samsung schon in der Einladung bestätigt, denn der Hersteller spricht von mehreren Flaggschiffen und von der S24-Serie. Wir erwarten wieder drei Modelle, ein S24, ein S24 Plus und ein S24 Ultra. Zwar gab es anfänglich Gerüchte, dass Samsung diesen Jahr die Plus-Variante streicht, doch diverse Zertifizierungen von beispielsweise der US-Regulierungsbehörde FCC weisen darauf hin, dass es auch in diesem Jahr wieder eine Plus-Variante geben wird. Ja, auch optisch dürft ihr keine großen Überraschungen erwarten. In einem Teaser für die Veranstaltung ist schon die Rückseite des Galaxy S24 Ultra zu sehen und die ähnelt frappierend der des S23 Ultra. Einzige kleine Änderung, die gehandelt wird, die Lautsprechergitter sollen anders geformt sein. Momentan habt ihr ja beim S23 so kleine pillenförmige Aussparungen. Gerüchten zufolge wird Samsung beim S24 Ultra wieder ein Lautsprecherdesign wählen, wo man eine große Aussparung hat. Auf die Soundqualität dürfte das aber keine großen Einflüsse haben. Wer also auf eine unter dem Display verborgene Frontkamera wie beim Fold 5 oder gar auf ein faltbares Display im Galaxy S24 gehofft hat, der wird also vermutlich enttäuscht werden. Gerüchten zufolge wird Samsung aber in 1 bis 2 Jahren ein gänzlich neues Design für die S-Serie wählen. Da müsst ihr euch also noch ein bisschen gedulden. Immerhin soll es in diesem Jahr neue Farben für die Modelle geben, darunter auch das lange Zeit nicht verwendete Gelb. Ja, weitestgehend unverändert wird wohl auch die Hardware des Galaxy S24 bleiben. Klar, es gibt ein paar typische Updates, etwa beim Prozessor, der Kamera oder dem Display, aber große Neuerungen wie etwa die Satellitentelefonie, die ja vor Monaten schon gehandelt wurde, wird es wohl nach dem aktuellen Stand der Gerüchte nicht geben. Worauf ihr euch aber einstellen müsst, ist ein Comeback der Exynos-Prozessoren. Es gibt Anzeichen, dass Samsung die bei vielen Fans ungeliebten Prozessoren zumindest im S24 und im S24 Plus einsetzen wird. Das S24 Ultra soll hingegen mit Qualcomms neuen High-End-Chip Snapdragon 8 Gen 3 erscheinen. Ja, keine großen Neuigkeiten bei Design, keine großen Neuigkeiten bei der Hardware. Was hat das Galaxy S24 stattdessen zu bieten? Nun, den Fokus legt Samsung in diesem Jahr wohl ganz klar auf das Thema AI oder KI. Das seht ihr schon beim Teaser für das Unpacked-Event. Da wird nämlich die Marke Galaxy AI eingeführt. Unter diesem Begriff wird Samsung wohl verschiedene KI-Features bündeln, die das Smartphone-Erlebnis reichhaltiger machen sollen. Eine Funktion hat Samsung bereits im November 2023 angekündigt. Das ist eine Echtzeitübersetzung, mit der ihr quasi Telefonate, Sprach- und Textnachrichten auf dem Gerät direkt übersetzen lassen könnt in andere Sprachen, ohne dass ihr dafür eine Internetverbindung braucht. Noch ist aber unklar, welche Sprachen diese Funktion unterstützen wird und in welchen Ländern sie zum Marktstart verfügbar sein wird. Das werden wir dann wohl beim Unpacked-Event erfahren. Zudem rechnen wir natürlich auch damit, dass Samsung, ähnlich wie Google, euch viele KI-Features anbieten wird, die beim Fotografieren oder Videodrehen unter die Arme greifen. Da sind zum Beispiel Funktionen denkbar, die Qualcomm schon im Zusammenhang mit der Präsentation des Snapdragon 8 Gen 3 gezeigt hat. Beispielsweise könnt ihr ein Foto erweitern lassen. Ihr habt zum Beispiel da ein Bild aufgenommen und würdet gerne ein bisschen mehr von der Landschaft zeigen. Dann könnt ihr mit KI quasi das erweitern lassen, obwohl diese Informationen nicht in der ursprünglichen Aufnahme enthalten sind. Ja, eine freudige Überraschung könnte es beim Galaxy S24 in Sachen Preis geben, denn Gerüchten zufolge soll dieser deutlich geringer ausfallen. Statt 949 Euro soll er schon bei 899 Euro starten. Allerdings muss ich sagen, dass es auch Gerüchte gibt, dass Samsung einige der vorhin erwähnten KI-Features nur gegen eine zusätzliche Abo-Gebühr anbieten wird. Das ist ja durchaus übliche Praxis schon bei einigen Geräten wie beispielsweise Fitness-Trackern oder Sicherheitskameras. Ob das wirklich so kommen wird, müssen wir mal abwarten. Das erfahren wir dann am 17. Januar. Wäre aber dann natürlich ein klarer Minuspunkt aus meiner Sicht. Ja, das war ein Überblick über die aktuellen Gerüchte zum Galaxy S24. Ob das alles so kommen wird, erfahrt ihr wie gesagt am 17. Januar. Dann findet ihr auch bei uns auf der Webseite alle Infos zum Preis, Verfügbarkeit und Vorbestellen des Geräts. Bis dahin bleibt uns treu und abonniert uns gerne auf TikTok, Facebook, Instagram und hier auf YouTube.